Ja, wer keinen Parkplatz in einer geschlossenen Garage hat, kennt das Problem. Im Winter ist es im Auto beim Wegfahren so kalt, dass man kaum auf die dicke Jacke verzichten möchte. Das kann allerdings gefährliche Folgen haben. Das Problem ist der nicht optimal anliegende Gurt. Was man in einem solchen Falle tun sollte, die Experten des ÖRMTC informieren. Ihr Auto steht draußen am Parkplatz. Es ist kalt und Sie müssen rasch weg. Jetzt folgt der klassische Winterkaltstart. Mit dem dicken Wintergewand rein ins Auto und ab geht die Post. Das passiert in Österreich während des Winters täglich unzählige Male. Nach dem Skitag oder in der Früh am Weg zur Arbeit. Und beides ist ziemlich gefährlich. Dicke Jacken beeinflussen unseren Bewegungsspielraum. Das heißt, wir können nicht mehr so gut reagieren. Also das wäre für den Lenker des Fahrzeugs ein Thema. Das viel größere Problem ist, dass die Jacke den Gurtverlauf beeinflusst. Durch das wattierte Material kann es passieren, dass der Gurt im Extremfall an einer ganz anderen Stelle am Körper auftritt. Das könnte, so Stefan Kerbel, auch bei geringen Geschwindigkeiten unliebsame Folgen nach sich ziehen und ganz schlimm ausgehen. Ja, an sich ist es so, dass unser Knochenskelett sehr viel Last vertragen kann, aber sobald die Gurte dort nicht mehr die Kraft übertragen können auf den Körper, reichen eigentlich schon relativ geringe Aufprallgeschwindigkeiten, um lebensgefährliche Verletzungen zu verursachen. Das ist nicht sehr appetitlich, es passiert trotzdem. Und wenn sich so ein Gurt dreht und in die Weichteile eindringt, reicht schon ein Bagatell-Crash in der Stadt, wo ich einmal kurz nicht geschaut habe und habe vielleicht lebensgefährliche Verletzungen selbst oder mein Kind hat eben dann diese lebensgefährlichen Verletzungen. Kinder, die dick angezogen in Kindersitzen mitfahren, sind akut gefährdet, warnt der ÖAMTC-Experte. Speziell Kinder sind gefährdet und zwar deswegen, weil wir als Eltern ja eine Fürsorgepflicht haben und natürlich den Zielkonflikt haben, jetzt ist es kalt draußen. Das Kind hat vielleicht einen Overall an, das ist mühsam auszuziehen. Trotzdem muss auch beim Kind der Gurtverlauf im Kindersitz passen. Und ich habe auch noch das Problem, dass ich es mit verschiedenen Arten von Gurtsystemen zu tun habe. Also auch hier ist die Physik erbarmungslos. Wenn das Gewand den Gurtverlauf in irgendeiner Weise negativ beeinflusst, weiß ich ganz einfach nicht, was in der Situation eines Unfalls passieren wird. Deshalb empfiehlt der ÖAMTC-Experte ganz klar: Wir Erwachsene sollen die Jacke ausziehen. Das kann man erwarten, selbst wenn es noch so kalt draußen ist. Die Heizung des Autos springt schnell genug an. Kein Problem. Bei Kindern verstehe ich es, dass die Eltern, vor allem bei den kleinen Neugeborenen, das Gewand nicht wirklich ausziehen wollen. Aber da sollte ich mich wenigstens bemühen, die Jacken oder Overalls zu öffnen, damit der Gurt eine Chance hat, direkt am Körper anzuliegen und damit optimal zu schützen. Übrigens, während Ihrer Fahrt sollten Sie auch keine dicken Hauben oder Handschuhe anhaben. Hauben schränken die Sicht ein und mit Handschuhen können Sie immer wieder vom Lenkrad abrutschen.